Ja, die Statistiken. Unsere Jungs mit 2 Schüssen. Noch sehr zaghaft. Ah, ich höre gerade, man hört mich erst jetzt. Ich habe heute ein bisschen Stress gehabt, das tut mir leid. Hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauer. 13 an der Zahl, sehr schön. Ich bin jetzt im ersten Drittel dazugekommen. Wir haben jetzt das zweite Drittel beendet. Ich krieg gerade Pause machen. So, ich habe gerade aus der Regie bekommen. Also Duisburg 7., wie ihr vor dem Spiel gesehen habt, in der Grafik Duisburg 7. Wir brauchen einen Punkt, einen einzigen Punkt. Torfall kommen. Die kommen immer besser in Tritt und ja, ich bin persönlich positiv eingestellt, dass sie das auch packen zu dem, was ich jetzt gerade gesehen habe. Fieses Ding spielt. Da kann er nichts machen. Das ist natürlich schade. Ein 1:0 jetzt für Duisburg. Ja. War da vielleicht ein bisschen zu weit. Ziemlich unglücklich. So, und auf den dritten Mann gespielt, genau. Unser Verteidiger hat damit gerechnet, dass der Pass auf den zweiten Flügelstürmer kommt. Ist er nicht, weil hinter dem Stürmer war noch ein Duisburger und dadurch war der Pass natürlich schon clever gesetzt. Hätte ich ein bisschen gut unter Kontrolle gehabt, wodurch natürlich die Jungs weniger zu Chancen, gleich mal die Statistik sehen vom Spiel. Aber unterm Strich, ja, wie gerade schon gesagt, die Jungs denken, wie feuert ihr unsere Jungs an? So, wir sehen das Spiel. Ja, die Duisburger in Rot-Weiß. Unsere Jungs in... So, es ist angerichtet. Die letzten 3 Drittel der Hauptrunde. Duisburg mit dem ersten Angriff. Und auch der ersten, richtig oberen Tabellenregion. Von Spiel 1 zu Spiel 2 nochmal richtig eine Schippe drauflegen können, was es dann auch sehr, sehr schwer macht. Und da sieht man dann auch, dass die Jungs wieder eine Hülle, die da ins Tor fliegt. Wieder von hinter dem Tor. Prisi angespielt und ins Tor rein. Wo ist die Lücke? Wir sehen es gleich. Kunde und Duisburg ist wieder komplett und kann das Powerplay aufziehen. Und da. Verdammt, verdammt. Wir sehen es hier. Der Pass kommt zurück auf den freien Mann und das erste Drittel auch beendet. Es steht 2:0. Prisi mit spektakulärer Parade. Wir sehen es hier nochmal. So halb spektakulär mit der rausgeschobenen Schiene etwas besser. Fand ich jetzt. Man kann es sehen, wie man will. Wir sehen hier nochmal das Tor. So. Statistik. Besser als in Spiel 1. Aber nur ein Müh. Ja, wir sehen es hier, die Passquote, 54%. Ich glaube, das ist Saison-Negativleistung. Die Jungs müssen dann noch besser werden. Ich habe es angesprochen. Man hat es gesehen. Fehlpass, Fehlpass. Wo ist das? Ah, schade, da ist er durchgekommen, der Puck. Hätte man zuerst gar nicht so gedacht, aber der ist durchgekommen. So. Weiter geht's. Jetzt mal festsetzen. Und da ist das 2:1. Sehr, sehr schön. Einfach mal von links nach rechts spielen. Hinter dem. Hier haben wir es jetzt gesehen. Und
wir sind zum Torerfolg gekommen. Sehr schön. Was es natürlich sehr spannend macht. Drittel 2 gleich beendet. Und da ist das zweite, der Doppelpack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir sehen es hier nochmal. Eine wunderbare Vorlage. Knapp. Da hat die Sirene gerettet. Ja, und der Ben. Der Ben hat mal zwei Buden gemacht. Nicht ganz so. Verteidiger haben sich da zu weit vor dem Goalie fallen lassen. Ben nicht unter Kontrolle gehabt und hat ihn einfach mal stehen lassen und zum Erfolg kommen lassen. Wir sehen hier auch die Statistik. 6 Schüsse in Drittel 2. Im ersten Drittel waren es nur 2. Man geht etwas mehr zur Sache. Auch die Zeit in der Offensive konnte gut aufgebessert werden und die Passstatistik ist jetzt schon mal im 60er Bereich. 20 Sekunden in der Hauptrunde. Wir werden sehen. Wir werden dann auch nach dem Spiel die Ergebnisse von Kärnten präsentieren können und da ist es einfach. Da ist das 3:2 für Duisburg. Jungs, ihr müsst wieder hinterherlaufen. Reißt euch zusammen. Seht fix da. Versucht nochmal die schnellen Pässe. Ah, schade. Aber es sind noch über 8 Minuten auf der Uhr. Es ist noch nicht verloren. Jungs, ein Punkt. Den Ausgleich. Anschluss und Ausgleich. Das brauchen wir jetzt. Riesig. Noch ein Treffer, der Anschlusstreffer. 2 Sekunden spät. Da hat er seinen Hattrick. In den heutigen 2 Spielen. Ja, 2,9 Sekunden für die Galerie. Damit das Spiel bestimmt haben. Summa summarum, unsere Jungs einfach heute, ich weiß nicht, ob es der Druck war, die neue Aufstellung, ich weiß es nicht, aber ja, zu unsicher heute. Im hinteren Bereich relativ gut gestanden, aber leider die Pässe waren heute einfach, glaube ich, das Ausschlaggebende, was es den Jungs nochmal schwieriger gemacht hat. Uns zugestaltet der Captain. Hallo und herzlich willkommen. Hello. Ja, hatte ich dir gerade kurz in den Chat reingeschrieben, dachte, hättest du gesehen. Kärnten hat das erste Spiel in Overtime verloren und damit war klar, dass die Jungs nicht mehr an uns ran können, da wir 4 Punkte Vorsprung hatten. Dementsprechend sind wir durch.